Mein Name ist Daniel. Ich habe durch eine Knochenmarkspende eine zweite Chance erhalten. Diese will ich jetzt auch durch die DKMS nutzen. Mein größter Wunsch ist es, Tätowierer zu werden. So, ich habe dem Daniel mal seinen Camcorder geklaut und wollte mal erklären, dass er die Sabrina tätowieren darf, wenn das Motiv klein und übersichtlich bleibt. Und dann geht's los, ne? Yes. Bist du nervös? Bisschen Muffensausen. Aber ich freue mich auch. Dass Daniel mich tätowiert, bedeutet mir sehr, sehr viel. Weil ich war halt ein Teil von seinem Leben. Er war ein Teil von meinem Leben. Seitdem wir wieder telefoniert haben, können wir es gar nicht abwarten, uns wiederzusehen. Hallo! Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, ich freue mich, dich zu sehen. Du bist voll erwachsener Mann geworden. Ja, gar kein Vergleich mehr zu damals. Auf gar keinen Fall. Ich möchte etwas entwerfen, wo sie jedes Mal, ich sag mal, mit großen Augen drauf schauen kann und immer wieder ein Lächeln bekommt. Bist du vielleicht schon ein bisschen aufgeregt? Schon, ne? Wie hoch? Skala 0 bis 10? Boah, schon mit 20. Bin ich sogar 200. Wir haben uns Gedanken gemacht, was uns beide eigentlich so verbindet mit der ganzen Zeit. Da meinte sie schon damals immer, dass ihre Patienten ihre Schäfchen sind. Ja, so sahst du doch früher aus, wie so ein kleines Babyschaf. Jetzt kam ich auf die Idee, dass ich ihr ein Schäfchen als Engel zeichne. Und hoffentlich auch gut umsetzen kann. Wir haben uns jetzt seit, ich glaube, 6 Jahren oder vor 5 Jahren haben wir uns das letzte Mal gesehen. Das ist so aufregend. Da ist er. Oh, das ist so schön, dich endlich zu sehen. Ja. Hallo. Das letzte Mal vor 6 oder 7 Jahren habe ich dich gesehen. Da hattest du noch ganz kurze Haare. Ja, ich sah komplett anders aus. Voll. So, bist du ein Mensch geworden? Mensch, schön zu sehen, aber das ist immer noch im Gesicht wie früher. Ja, nur ein bisschen mehr Farbe vielleicht auch. Mega. Ich geht schon. Ich war ganze Zeit cool und jetzt ist alles wieder. Alles weg, ne? Ja. Das ist nicht immer. Sabrina nach so langer Zeit wiederzusehen, war natürlich unfassbar. Der Tag, den stelle ich mir halt so vor: ich komme dahin. Daniel, richtig aufgeregt. Ich meine, er wird, glaube ich, der aufgeregteste sein von allen. Ich habe sehr, sehr großen Respekt davor. Wenn irgendein Azubi was auf einem Menschen macht, bin ich immer das Backup. Also im ersten Moment war das komplett wie im Film. Er muss ein Produkt abliefern, was beide glücklich macht. Ich freue mich mehr, als dass ich aufgeregt bin. Weil, wie gesagt, auch wenn er irgendwie eine Linie nicht richtig zieht oder irgendwas, das wäre mir halt egal, weil es einfach von ihm. Der erste Moment, wo ich die Nadel angesetzt habe, da hatte ich ziemlich Muffensausen. Rico sei Dank, dass er mir durchgehend Hilfestellung gegeben hat. Ich glaube, wir sind dann so ein Pol, der sich gegenseitig beruhigen kann. Es ist genauso rausgekommen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und das macht mich mega happy. Er ist einfach grandios geworden. Allein halt, weil er halt einfach mein Schäfchen ist. Also das ist eins der Tattoos, glaube ich, was mit am meisten Bedeutung hat. Ich kann das noch gar nicht einordnen. Es sind so viele Sachen, die von den Vortagen und von heute aufeinander prasseln. Bin definitiv erleichtert. Die ganze Woche und die ganzen Tage davor, die haben wir sehr stark hierher hingefiebert. Und umso größer ist jetzt die Erleichterung. Er hat jetzt ein bisschen reingeschnuppert.
ein bisschen in den Alltag eines Tätowierers, in den Alltag in einem Studio reingeschnuppert. Und es ist ein Anfang. Ja, er ist jetzt ein bisschen hungrig geworden, ne, ein bisschen angefixt. Und er sieht, wie das Ganze wirklich ist. Jetzt kann er sich vorstellen, wie es wirklich sein könnte, als Tätowierer zu arbeiten. Aber er ist jetzt aktuell wieder bei dem Punkt, wie er davor war. Ne? Also er hat nur ein bisschen was gelernt, er hat ein bisschen reingeguckt. Er ist noch kein Tätowierer. Ne? Er muss das Leben noch in die richtige Bahn lenken, um das zu werden. Aber abschließend hat er sich gut geschlagen. Da ist Potenzial da. Wenn noch dieser kleine Funken bei ihm brennt und wenn er weiter brennen bleibt. Vielleicht habe ich den jetzt entzündet, diesen Funken. Aber der muss bestehen bleiben. Hast du nämlich mit unter anderem sehr viel Know-how. Und ich glaube, die Wertschätzung gegenüber dem Handwerk nochmal.